Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Noob Guide. Heute bin ich am Start und möchte so ein bisschen was Movement-Technisches zeigen. Das wird also ein sehr kurzes Video, weil es nicht so viel gibt, was man da wissen muss. Obwohl es doch, es gibt schon einige Sachen, die man wissen muss. Beziehungsweise es gibt einige Sachen, die man lernen muss. Ja? Also es ist einfacher erklärt, aber schwer verstanden, denke ich mal. Ja. Prinzipiell, dass es so lange jetzt gedauert hat, bis die nächste Folge kommt, das ist ein bisschen schade, ja. Aber ich war selber, ich hatte 2 Monate lang kein CSGO gespielt und jetzt bin ich erstmal wieder so ein bisschen dabei, wieder erstmal reinzukommen. Hier, ich bin momentan LE. Hab sogar noch Rang noch dazu gewonnen. Ich wurde erst mit MGE eingerankt, hab ich dann hochgespielt. Joa, ihr seht ja auch, es kommen fleißig Matchmaking und Wingman-Folgen mit Raff und mit ganz anderen Leuten. Ja, und dann dachte ich mir, komm, fühle mich soweit wieder relativ fit, was CSGO-Spiel ansieht, CSGO-Spiel angeht und da machen wir heute einfach mal. Und direkt, damit das möglichst klar ist, möchte ich euch meine Tastenbelegung ein bisschen erklären. Ihr seht schon, mit WASD bewege ich mich. Also ihr seht ja links meine Tastatur eingeblendet. Ihr seht, mit WASD bewege ich mich, mit Q ducke ich mich, mit Shift schleiche ich, mit Leertaste springe ich, ganz normal. 1 primär, 2 ist sekundär, 3 ist Messer und mit 4 zähle ich meine Granaten durch und 5 ist Bombe. So, das ist ganz wichtig, damit ihr das wisst, weil dieser Q-Button hier, der wird nämlich noch relativ wichtig sein und auch rechts und links, das wird relativ wichtig sein. So, möchte ich jetzt allererstes mal zu einem der wichtigsten, also wirklich Leute, das ist das Wichtigste, was ihr wissen müsst und was ihr auch drauf haben müsst. Und das sind die sogenannten Strafe Jumps. Strafe Jumps bedeutet, man verändert, während man in der Luft ist, seine Flugbahn. Das heißt, man hat die Möglichkeit, während man in der Luft ist, zum Beispiel wenn ich hier jetzt runterspringen würde, habe ich die Möglichkeit nach rechts oder nach links oder halt auch wieder nach rückwärts dann halt wieder zu navigieren. Das heißt, ich bin in der Lage, in der Luft mich zu bewegen. Wenn ich das jetzt hier mal versuche, ich springe einfach mal und drehe die Maus dabei in die Richtung, wo ich hin möchte, passiert gar nichts. Ne? Ich mache es nochmal. Ich springe einfach runter. Guck einfach in die Richtung, wo ich hin möchte und es passiert einfach nichts. Jetzt machen wir einmal den Strafe Jump. Und zwar laufe ich, springe ab, halte dabei die Taste, die ich möchte, gedrückt, in dem Falle D, weil ich ja nach rechts möchte. Halte die Taste dabei gedrückt und ziehe dann meine Maus rüber. Und ihr seht, ich kann eine schöne Kurve fliegen. Zurück das Ganze auch wieder, einfach andersrum. So, wir machen es nochmal. Ja, guckt jetzt mal nur auf die Tastatur. Fokussiert euch gar nicht auf das Bild, sondern nur auf die Tastatur jetzt gucken. Ja, nachdem ich gesprungen bin, lasse ich W los. Wichtig ist W loslassen. Und drücke nur noch D und ziehe dann mit der Maus in einer gleichmäßigen Bewegung rüber. Wenn ihr das abrupt macht, funktioniert das auch nicht. Dann sieht das so aus. So, ihr müsst das in einer gleichmäßigen Bewegung machen. Und ihr müsst W loslassen, das ist ganz wichtig. Wenn ihr W nicht loslasst, dann kann ich mal zeigen, wie das aussieht. Ja, das funktioniert ein bisschen, aber W halt loslassen, dann könnt ihr eine richtig schöne Kurve fliegen. Wenn meine Maus jetzt nicht so niedrig wäre, könnte ich mich auch einmal im Kreis drehen, während ich das hier mache. Ja, das geht mit meiner Maus jetzt leider nicht. Ja, genau, das sind die Strafe Jumps. Die sind sehr wichtig, die muss man können. Gerade wenn man nicht die ganze Zeit geduckt durch die Gegend laufen möchte. Ja, das soll jetzt kein Diss sein, aber lieber Raff, ja, ich sehe ja, dass du das häufiger machst, dass du einfach so durch die Gegend läufst und das ist halt einfach nicht so klug, weil wenn ich so um diese Ecke hier pieke, dann sieht der Gegner, wenn er mich abaimt, viel eher als ich ihn. Einfach wegen dem Winkelvorteil. So, wenn der hier steht und so abaimt, dann sieht er viel eher eure Schulter. Also er sieht schon eure Schulter, die guckt dann bis hierhin raus. Und dann kommt erst euer Kopf hier oben und ihr seht ihn dann halt erst. Also es ist immer an solchen Ecken hier oder generell, es ist immer wichtig, wenn ihr in der Ecke piekt, nicht so rumzugehen. Es sei denn, okay, bei der Awe ist es eine Ausnahme, bei der Awe kann man das machen. Auch nicht in jeder Situation, aber da kann man machen. Aber am effektivsten ist es einfach, man macht... So, jetzt fragt ihr euch, warum ist der Schuss genau dahin gegangen, wo ich geaimt habe? Ich bin noch im Laufen gewesen. Das nächste... Guckt mal genau auf meine Tasten, was ich mache. In dem Moment, wo ich rübergehe und in dem Moment, wo ich wieder zurückgehe, das heißt, wenn ich D loslasse und A drücke, in dem Moment habe ich 100%ige Genauigkeit. Das muss man genau teilen. Ich kann auch mal nochmal die AK nehmen, damit es vielleicht ein bisschen deutlicher wird.
So, das ist auch etwas, was man lernen muss. Wie gesagt, ihr steht hier, ihr geht rum mit D, zieht bis hierhin raus, lasst D dann los, drückt A und während ihr A drückt, in genau in der gleichen Sekunde, wo ihr A drückt, könnt ihr einen Schuss abgeben oder auch während. Funktioniert super gut, ist sehr effektiv. Und viel besser, als wenn man hier so um die Ecke rumschleicht. So wirst du nämlich direkt geholt, weil der Gegner immer dich zuerst sieht, bevor du ihn siehst. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt hier euren Kopf und hier euren Körper. Ja? Und das hier, euer Kopf, ist damit, womit ihr seht. Aber eure Schultern, die kann der Gegner ja schon sehen. Das heißt, bevor euer Kopf um die Ecke hier rum ist, sind eure Schultern, ist das ganze Stück von eurer Schulter und von eurem Arm schon die ganze Zeit zu sehen. Deshalb niemals so um die Ecken gehen, geduckt, sondern immer. Oder auch hier sowas hier. Wenn ihr wisst, dass da oben eine Arbeit drin ist. Na, ihr seht, die Schüsse gehen alle hundertprozentig dahin, wo ich sie hinhaben möchte. Gut, dann will ich auch schon, eigentlich fast schon sagen, das sind die zwei wichtigsten Sachen, die man wissen muss zum Movement, ja. Also wir gehen das nochmal ganz kurz durch, suchen vielleicht immer eine bessere, nochmal eine andere Stelle, wo ich die Strafe Jumps nochmal zeigen kann. Nehmen wir mal hier. So, wenn ich hier jetzt einfach runterspringe, ohne dass ich irgendwas drücke, passiert nichts. Ich bin gesprungen, hab in die Richtung gucken, es ist nichts passiert. Jetzt machen wir einen Strafe Jump. Abspringen, W loslassen, nur noch die Taste drücken, in dessen Richtung ihr wollt. Also wenn ihr nach links wollt, drückt ihr A, wenn ihr nach rechts wollt, drückt D. So, und dann einfach rum. Ihr seht, das ist sehr effektiv und gerade auch, wenn euch jetzt hier jemand abschießt aus dem Window und da eine Arbe ist oder sowas und ihr das dodgen wollt, dann könnt ihr hier sowas machen. Das ist halt essentiell wichtig fürs Movement, ne? So. Oder auch hier, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ihr wisst genau, dass hier einer in der Ecke steht. Ja, das ist jetzt zwar ein schlechtes Beispiel vielleicht, aber ihr geht rum und könnt ihn einfach knifen. So, wenn ihr so machen würdet, oh, dann seht ihr, wie lange das dauert. So geht einfach viel einfacher. Und ihr habt die Überraschung auf eurer Seite. Oder auch sowas hier, wenn ihr ins Window springen wollt. Oh, jetzt belämme ich mich wahrscheinlich. Normalerweise im Matchmaking schaffe ich den Sprung 10 von 10. Jetzt mal gucken. Ja, okay. Ja, ihr habt auch gesehen, auch hier mache ich einen kleinen Strafe Jump. Es ist also sehr wichtig. Also, wenn ich jetzt hier ganz normal hochgehen würde, dann seht ihr, wie viel Zeit ich da verlieren würde. Ja, und in der Zeit, wo ich hier festhake, ist der Orper schon Mitte oben da und aimt mich ab. Oder auch hier, habt ihr auch gesehen, habe ich auch gerade einen kleinen Strafe Jump gemacht. Also Strafe Jumpen ist sehr wichtig. Alles, was ihr dazu wissen müsst, nachdem ihr abgesprungen seid, W loslassen und nur noch die Taste drücken, in die ihr hinfliegen wollt. Ja, ihr springt ab. Lasst W los und Leertaste los und drückt nur noch D und lenkt dann mit eurer Maus langsam in die Richtung. Zack. Es geht in beide Richtungen. Wenn ihr das zu schnell macht, wie gesagt, dann passiert das hier. Ja, passiert nicht so viel. Wenn ihr W nicht loslasst, dann passiert das hier. Auch nicht gut. Also W loslassen und die Maus langsam und gleichmäßig bewegen. Und dann gibt es auch noch diese Tricks, dass man dieses Schickeln hier kann. Also dass man so rechts, links, rechts, links, während man in der Luft ist, rechts, links, rechts, links strafen kann. Ja, damit könnt ihr eure Flugbahn verlängern. Aber das ist schon wieder sowas, das, ja, das braucht man nicht unbedingt. Also das braucht man wirklich. Das kann ich auch nicht. Also ihr habt gesehen, ich kann das nicht. Dafür ist meine Maus-Sense einfach zu niedrig. Gut. Oh, ich habe schon wieder 11 Minuten gelabert. Mal gucken, wie viel davon nachher ins Video gecuttet wird. Glaube, das war es aber auch schon, ne? Also wie gesagt, niemals so die ganze Zeit rumlaufen, um die Ecken pieken. Macht keinen Sinn. Und immer. Ah, warte, jetzt vielleicht nicht der Arme. Sowas machen. Das ist auch ganz praktisch, wenn ihr zum Beispiel nicht wisst, ob da eine Arme steht. Einfach einmal, hopp, huhu, kuckuck. Kuckuck. Einmal kurz pieken. Weil sonnenschnelle Reaktionszeit haben nur sehr wenige. Weil ihr seid wirklich nur für ein paar Millisekunden zu sehen hier.
Gut. Dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende angelangt. Das war jetzt ein sehr. Ja, das war wieder ein sehr trockenes Thema, ne? Aber, na gut, aber was soll man machen? Man muss ja auch die Grundlagen kennen. So, hier diesen Sprung, da habt ihr jetzt zum Beispiel gesehen, da habe ich einen Strafe Jump gemacht nach rechts, bin dann nochmal nach links und dann wäre nach rechts gegangen. Dadurch habe ich dann meine Flugkurve verlängert und dann den Sprung geschafft, wenn ich das nur mit einem Strafe mache. Ah, doch, schafft man auch, okay. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch. So Leute, was ich euch noch ganz vergessen habe zu zeigen, und zwar ist es Leiter-Movement. Ja, dafür habe ich mich jetzt nochmal hier auf DE Nuke begeben. Wunderschöne Map. Performance ein bisschen schlecht, aber Map ist schön, gefällt mir. Obwohl ich spiele sie eigentlich nicht ganz so gerne, aber egal. Es geht um Leitern, genau. Dafür hier dieses wunderschöne lange Ding. Und wir gehen jetzt einfach mal die Leiter hoch, so wie das wahrscheinlich die meisten machen würden. Einfach dran gehen und W gedrückt halten. So, das geht aber nochmal schneller. Indem. Oh, jetzt aufgepasst. Habt ihr gesehen? Da habt ihr einiges an Zeit gespart. Auch wenn das ja, vielleicht nicht immer wichtig ist. Aber zum Beispiel, wenn ihr jetzt davor, wenn da oben jetzt in der Ecke jemand wäre und ihr den pushen wollt, könnt ihr so schneller hochgehen und den schneller ausschalten. Dann habt ihr vielleicht Glück und überrascht ihn ein wenig damit, dass ihr so schnell oben seid. Genau, wie funktioniert das Ganze? Ihr springt an die Leiter erstmal ran. Ja, also erstmal an die Leiter ranspringen. Damit habt ihr schon mal ein gutes Stück dann überwunden. Ja, ihr seht ja schon hier. Schwebe schon ganzes Stückchen. Damit habt ihr schon mal ein paar Sprossen überwunden und dann geht ihr schräg an die Leiter daran, ungefähr in einem 45-Grad-Winkel und halt dabei W und A gedrückt. Oder W und D, meinetwegen. Ich mach's mal mit W und A, weil ich so gewohnt bin. So, jetzt machen wir das einmal. Jetzt bin ich natürlich kleben geblieben. Ah, toller Vorführeffekt. So, nochmal. Zack. 45-Grad-Winkel. W und D gleichzeitig gedrückt. Ranspringen, W und D, 45-Grad-Winkel, fertig und ihr seid oben. Gut, das war's auch schon. Jetzt aber wirklich auch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da und ein Abo. Ein Abo wäre geil. Ja, jetzt sind wir mal. Wir haben 95 Abos, 94 Abos, sowas in dem Dreh. Und in die Videos stecken so viel Mühe drin. Zumindest in den aufwendigen Videos. Die Tarkov-Videos, da steckt jede Menge Mühe drin. Die Best of CSGO-Videos oder die Funny Moments-Videos, da steckt eben eine Menge Arbeit drin. Ja, da könnt ihr ruhig mal ein Abo da lassen, ne? So. Und nochmal bei Twitch vorbeigucken. Das ist verlinkt unten drunter. Wenn ihr Bock habt, mit uns zu quatschen oder mal mit uns zu zocken, TeamSpeak steht auch unten drin. Könnt ihr einfach mal aufs TeamSpeak kommen und dann mal ein bisschen mit uns labern. Oder auch mal eine Runde mitzocken, wie ihr wollt. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.